Yeah, es gibt Gratisbier. Aber nur im obersten Stockwerk. Schnell zum Aufzug. Hep. Hey, könnt ihr nicht lesen? Nur eine Gesamtfläche von 50 Quadratmetern. Und jetzt? Wie wär's, wenn wir uns stapeln? So müsste es gehen. Das ändert nichts an eurer Fläche. Wir müssen unsere Fläche ausrechnen. Und wie rechnen wir unsere Fläche aus? Ich helfe euch. Bei dir ist es einfach. Du musst deine Länge mal deiner Breite nehmen. Hä? Wo ist meine Breite und meine Länge? Du hast keine Breite und Länge. Du brauchst deinen Radius und Pi. Was ist Pi? Pi ist eine endlose Zahl, die mit 3,14 abgekürzt wird. Ich bin 3 Meter breit und 4,18 Meter lang. Wenn ich das multipliziere, habe ich meine Fläche. Mein Radius ist 4 Meter. Wenn ich das mit Pi multipliziere, habe ich meine Fläche. Nun ja, ihr habt beide die gleiche Fläche. Ihr seid beide 12,56 Quadratmeter groß. Nur einer von euch passt noch in den Aufzug. Was ist hier los? Wir wollen beide in den Aufzug. Aber es gibt doch einen zweiten Aufzug. Wir können uns aufteilen und hochfahren. Wo ist Kreis? Auf geht's, jetzt holen wir uns Gratisbier. Da ist der Ladenverkäufer. Wir haben unten auf dem Schild gelesen, dass es hier Gratisbier gibt. Das stimmt, aber das gibt es leider erst nächste Woche. Das steht unten auf dem Schild. Oh, schade. Aber wenigstens haben wir nächste Woche kein Problem mehr mit dem Aufzug. Dank Mathe! Flächenfreunde!